Willkommen zurück, ihr Panserianerinnen. Heute präsentieren wir euch mal jemanden, der auf dem Weg zur dritten Gunmark ist. Und zwar auf seinen französischen Scout, den EBR 105, also so ein Wild Vehicle. Ne, gespielt wird dieser Panzer von morgen aus dem Clan Yuyo. Er ist auf der Karte Wadi. Wie immer Burner-Gefecht, Gagner-Basis, Obern, Gagner-Fahrzeug zerstören. Ja, sind hier 6 10er, der Rest 9er. Zwei Artis sind mit dabei, T95 sehe ich. Dann den FV, den alten Kinderwerfer. Und ja, auf wie geht's? Auf geht's! Ja, sag ich doch. So, bin ich ja mal gespannt. So, 9,57 Sekunden Reload. Dann gehen wir mal auf den Mumpeln dann ein. 100 km/h, fast Wahnsinn. 190 Durchschlag auf der Standard APCR und 390er Alpha Schaden. Er hat 240 Durchschlag, 390er Alpha Schaden und hat 105 Durchschlag, 500er Alpha Schaden. War ziemlich aggressiv. Sein Gegenpart ist auch ein 105er und ein EBR 90 noch dazu. Das 907 kommt. Kranwagen aufgeklärt, sehr schön. Ja, trefft dieses Teil hier mal. Viel Spaß, sag ich dazu, ne? EBR 105 ist unten von den Gagner. Gab es auch schon 223 Spotting damals. E4M versucht links die A-Linie alleine zu gewinnen. Viel Spaß. Einer ist 907 ist hier. EBR 90. So. Ist der EBR auf dem Weg zur A-Team? Ne, doch. Jawohl, 410 mit HE. Das war's auch schon mit ihm. Das Object 432 ist aufgegangen oben. 257 ist unten im Tal, im Becken. Dann haben wir hier den T30. Progetto. Ja, einmal links aufgemacht, einmal rechts aufgemacht. Ne? Nee. Ja, schön. Über 90 km/h über die Maps fegen hier. Wahnsinn. Ja, letztens genau wurde ich gefragt, ob mich diese Dinger stören hier. Puh. Was heißt stören? Ich muss meinen Spielstil anpassen. Wenn ich sehe, dass die drüben diese Reifenpanzer haben, ja, diese komischen Autos hier, dann fahre ich anders, als wenn da jetzt kein Entgegnerteam wäre. Das 432 jodelt, aber E5 kommen wir, E3. E5 bin noch im Street Trader. Sehr schön. 385 in Pöpsch. Pass auf. Ups. Nee. Ja. Und? Jawohl. Sehr schön. Da sind wir bei 1073 Schaden und einem Kill ergibt eine DN8 von 987. Ich finde das immer ganz schön zu sehen, was man an Damage machen muss im Load-Tier-Bereich. Und boah, T95, der in der Basis kennt, ja, sehr schön. Du hast das Spiel verstanden mit deiner Panzerung. Jo, warum nicht? Ne? So, Konvoi. Ich kann sagen, kannst du nicht durch die Büsche schießen? 376. Diese ewig lange Reload, ne? Wahnsinn. Jawohl. Das ist mal eine 375, die 1 HP wurden nochmal abgezogen. T30 ist Low HP. Jetzt fehlt noch der Progetto und der E3. Aber ein E3 zu penetrieren mit 240 Durchschlag. Progetto seitlich, ja warum nicht? Oh, jetzt eine HE, genau. Eine HE rauf. Ja, du bist offen. Oh, nicht, dass der E3 jetzt dich abaimt. Nope. Sehr gut. Jetzt ist der Progetto gleich Geschichte. Jawohl, 422. Ein bisschen mehr sein können. APCR nachladen.
Jagdjäger, wo guckst du hin? Hinter dir ist ein Progetto. Italienischer Panzer. Komm. Und? Jawohl, sehr schön. Oh, E3 aimt ab. Aufpassen. T30 low. T95 hat die W-Taste gefunden. Oder ist es eher die R? Jawohl, sehr schön. So eine Standard-Mumpel haben wir noch übrig. 13 HE-Mumpeln und 13 Herd. Atushka is love. Atushka, ich geb dir Liebe. 382. So. Jetzt den E3. Ist er weitergefahren? Jetzt rate mal mit Rosenthal wie immer. Mit der AMX. Ah, da ist ein AFK 257. Jawohl. Eine Easy Farming. Arti offen. Gebunst. Finderwerfer. Wird jetzt wieder öfters gespielt als der FVTD. Wir haben ja beide diese ekelhaften Mumpeln. Sehr schön auf Kette. So, solange er noch gespottet ist. Wollte ich gerade sagen, nun ist er weg. Der Kranwagen hat 257 rausgenommen. Jagdtiger passt auf die Base auf. Der E3 auch. Ja, und du bist jetzt hier. Oh, nicht aufgehen, nicht aufgehen, nicht aufgehen, bitte. Wollte ich gerade sagen, jetzt dürftest du nicht aufgehen, wenn du schießt. Und der ist weg, dann kann man den hier farmen. Ja, muss sein, ne? Der ist AFK. Wo ist der E3 hin? Nicht, dass der jetzt auf einmal doch von der Mitte kommt. Jetzt gibt man ein bisschen hier Alpha-Schüsse. Easy Farming. Obwohl 450, siehst du, kaum gesagt, schon getan. Ne? Jetzt gibt's Alpha hier. So, Killshot noch hinterher und tschüss. Ein HP muss bleiben. Na, das ist ein russischer Panzer, ne? Wissen wir ja alle. Na, da kommst du nicht durch. Obwohl mit HE. Jo, genau. So. Kranwagen T95. Kinderwerfer und jo, die sind jetzt umgeschaltet in diesem Rennmodus. Wo ist dieser E3? Jetzt gleich rechts von dir hier, hinter der Düne. Auch nicht. Da ist er, links. Ne, also andere links, genau, das Männer links. Oh, 1700 HP hat er noch. Also die haben auch noch eine Arti. Das ist ganz vorsichtig. Ah, der hat das gar nicht mitbekommen. Nein. Jawohl, 508 im Püpsch. So, nur aber Hackengas hier. Oh, Arti hat verschossen. E3 hat. Ja, wir bräuchten ihn seitlich oder von hinteren, ne? T95 unten gegen E3. Komm, E3, das kriegst du hin. Uff. 807. Und da sind es nur noch 108 HP. 1300 HP haben die Dinger von Anfang an. Wir sind bei 6250 Schaden. 4 Kills ergibt eine WN8 von 14365. Schöner Hit, E3. So, jetzt oben aufs Motordeckchen. 207, Kinderwerfer offen. Erstmal den E3 helfen. Ne? Oh, hinten jetzt.
Penetratione. Genau, Gackner Fahrzeug ausgeschaltet. So, FV auch mit HE. Heat, okay. Jetzt muss jeder Schuss sitzen. Die HE aufbewahren. Artie ist offen. Und nicht dabei aufgegangen beim Schuss. Sehr schön. Nee. Nein. Alleine gegen drei. So. Wir haben noch 12 Mumpeln. Und gegen drei. Oh, hier. 505. Aber offen leider. Wahnsinn. Angezündet. Nice. Ja, sehr schön. Wir sind bei 8.295 Schaden. Sechs Kills kommen noch dazu. Da sind wir bei einer WN8 von 23.552. War jetzt bloß kein Unfallbaum mit 108 HP. Nee, Kinderwerfer. Oh, ist der blind. So ein Heat laden. Und? 381 und 110. Jawohl. Wieder angezündet und wieder Feierabend. So, jetzt kommt noch die Arti. 100 hat geschossen. Sehr schön. Die ist jetzt am Reloaden. Was wird die haben? 30 Sekunden. Geht der hin? 90 HP hier. 90 km/h HP, genau. Horsepower. Nein, km/h. Wo ist er? Da ist er, der Kleine. Jawohl, 450er mit HE nochmal hinterher. Sehr schön, wir sind bei 9236 Schaden. 8 Kills und eine WN8 von 27.903. Ja, wer sagt, dass Lights nur spotten können, ne? Hier, guckst du. Dann gehen wir nochmal in die ausgewertete Wertung. Da haben wir nämlich Folgendes. Und zwar gab es hierfür ein Mainz. Dann hier 5x Kleinkram, dann 15 Anleihen, dann gab es die Redley Walters, also 8 Kills, dann Großkaliber, Tanker Sniper, den meisten Schaden über 300 Metern gemacht und die Top Gun hier für 6 Kills. Das ganze Spiel hat er Folgendes gemacht. 7 Panzergurboote, 1247 ermöglicht, nichts abgewehrt, aber 9 Module zerschissen, 9236 Schaden selbst fabriziert, 8 Panzer zurück in die Garage geschickt. In der Terramscore hatten wir wieder mal 3 Zuschauer. Alter, auf einer offenen Map. Egal. Die haben halt die Daumen gedrückt, kennen wir alle. 1509 Grunderfahrungen. Wahnsinn. Was gab's denn an Kreditos? 66.987 Credits plus und Erfahrung 4.528 und 396 Freierfahrung. Morgen wäre unlucky. Danke für dein Replay. Schön zu sehen, dass so ein Wild Vehicle mal ordentliche Damage farmt. Und ja, ob ihr sie jetzt mögt oder nicht, jo. Ich habe da auch noch keine Meinung zu. So viele Probleme hatte ich nicht. Ich passe mich halt nur an. Ja, vielleicht hilft euch das ja auch ein bisschen. Und ja, nochmal hier. Wahnsinn. 7000 Schaden mehr als der nächste. Ja, wie immer. Viel Erfolg in World of Tanks. Nur das beste RNG. Und ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.